So, nach doch 2 Kilometern befinden wir uns hier bei der Flugabwehr-Raketenstellung. Zweites Teilobjekt. Nur geradeaus. Vom anderen Objekt, vom ersten Teil. Nur geradeaus. So, und normalerweise betrete ich die ja ungern durch den Haupteingang solcher Anlagen. Sondern suche mir eigentlich lieber hinten rum einen Weg und checke erstmal die Lage. Ob das in privater Hand ist oder ob das irgendwie genutzt wird durch irgendwelche Jäger oder irgendwelche Freaks, die hier zerstören oder so. Da habe ich jetzt auch keinen Bock, in die reinzulatschen. Aber das Ding, das ist so weit im Wald. Ich meine, man sieht es hier, war Vandalismus, klar. Aber das Ding ist so weit im Wald. Hier ist gar nichts. Da kann man sich das schon mal gönnen, durch den Haupteingang zu gehen. Ich würde mir das auch sparen, jetzt in jedes Häuschen reinzugehen. Solange man von außen vielleicht mal einen Blick reinwerfen kann. Jo. Riesiges Fenster. Obligatorische Heizkraftwerk, das nirgends fehlen darf, durfte. Was haben wir hier? Die Tempedierung hat irgendwas mit Strom höchstwahrscheinlich zu tun gehabt, ja.
Holz. Oder? Nee, ist es nicht. Gott, ey.
haben die ein Wassertretbecken, war das mal ein Kurort? Löschwasser. Sieht so aus. Kleine Zisterne. Boah, das ist übel, ey. Wasserspeicher. Was ist denn das, ey? Da ist ein Motor. Ordentlich Strom scheint drin gewesen zu sein. Ist das eine Art Ofen oder so? Leider kein Typenschild mehr dran. Keine Ahnung, was das war, ist. Havariemittel steht da drin. Hier war irgendwie eine Abtankung, Entladung oder so. Deswegen auch dieser Bogen hier. Damit die Jungs mit dem LKW hier einfach drehen können. Das heißt, dann komme ich ja hier rüber auf die Fläche. Da hinten sind noch große Deckungen. Hab ich gerade mal gesehen. Ansonsten müsste ich hier so die Grenzen, glaube ich, von dem Gelände ankratzen. Viel weiter gehe ich auch nicht raus. Ja. Also ich bin von der Größe auch relativ überrascht. Das ist riesig. Riesig, ey. Wenn man sich mal die Flarax und Parchim oder so anguckt. Ja,
gut. Da ist der Komplex ein bisschen weiter weg, glaube ich. Schon wieder dasselbe Spiel hier. Eine Art Abtankung oder so. Oh, das sieht hier aber auch aus, ey. Ist ja Wahnsinn. Wahnsinn. Meld mich mal wieder, wenn ich irgendwo angekommen bin. Wieder meld. Genutzt als Party-Location.